Ein Schwert. Ja komm, Bram, ey, jetzt verkauf mich nicht für dämlich, jetzt verzieh dich. Ja, ist okay. Wenn du den nicht kaufen willst, dann weg. Ja, okay. Hier werden nur die feinsten. Hier wie bei Django. Werden nur die feinsten Sklaven verkaufen. Ja, dann geh ich jetzt. Ich hab zwar nur einen im Angebot, aber der ist Gold wert, Junge. Der ist Diamanten wert. Kämpft er auch? Ja, ne, kämpfen kann er nicht so gut, aber dafür baut er sehr effizient. Und ich glaube, trollen kann er ganz gut. Mhm. Weil Sepp ist bis jetzt noch nicht ein einziges Mal überführt worden. Und ich glaube, der hat schon ziemlich ordentlich Dreck am Stecken. Nee. Ja, Moment, ich muss mir da nochmal angucken. Bram, hast du gerade da? Außerdem gebe ich Alibis. Ich habe nichts da gemacht. So wie bei Hadi. Na, ich habe da nichts gemacht. Du bist doch ein scheiß Lügner. Warum bin ich denn jetzt ein scheiß Lügner? Aua. Ach, leck mich doch hier. Hadi, möchtest du nicht ein bisschen Stein abbauen? Also ich hab nichts gemacht. Du kannst jetzt deinem potenziellen Käufer mal beweisen, wie gut du Steine abbauen kannst. Echt mal. Nee, meine Diamantaxt ist gleich weg. Während ich mal hier. Der hat auch ziemlich gute handwerkliche Fähigkeiten. Der baut sich sein Equipment komplett selber. Du brauchst ihn nicht mal ausstatten. Heißt also, folgende Kosten, die hast du nicht mal. Und guck dir das Getreidefeld an. Das hat er alles selber, das bewirtschaftet er alles selber. Das ist quasi ein Perpetuum mobile, nur als Sklave. Ah, okay. Und der ist ja wohl 3 Stacks Diamanten wert. Ja, 3, ja, komm, ich, ist 5. Was? 5, 6? 5 Einzelne. Willst du mir mehr bieten, als ich fordere? 5 Einzelne. 5 Einzelne. Nein, Mann, 3 Stacks. Du hast nicht mehr Arbeit mit dem, du brauchst dem. Also das Schlimmste, was man, glaube ich, momentan tun könnte, da die extreme Langeweile ist, ist dir mit Diamanten ausstatten. Ja, die willst du ein Schwert haben? Nee, ich habe selber ein Diamantschwert. Ja, willst du ein verzaubertes Diamantschwert haben? Ich habe auch selber ein verzaubertes Diamantschwert. Mit Zurückwerfen 2. Nee, immerhin, kannst du ewig mit kämpfen. Du hast ein verzaubertes Diamantschwert. Was kann das verzauberte Diamantschwert denn? Bane of Arthropods und ich glaube Sharpness 2. Und Sharpness 5. Und Feuer. Und Feuer kann das, aber das ist jetzt nicht so. Hast du das immer noch? Schwert. Ja, das ist aber fast. Voll geil. Das ist aber fast im Arsch, das Schwert. Wie aufgehört hat zu reden, weil ich mich geduckt habe. Ey, wie geil war das denn bitte? Ah, Hadi. Ja, komm, ich guck noch mal ganz kurz. Ja, ob der auch wirklich. Guck dir das mal an, Junge. Der arbeitet schon den ganzen Tag, und die Sonne geht unter und der zeigt noch nicht mal Anzeichen von Müdigkeitserscheinungen. Was halt eigentlich voll geil wäre. Das ist ja Wahnsinn. Wenn der Wasserfall hier irgendwie durch den Garten durchfließen würde. Ja, das wäre total geil, Dennis. Nein, also ich meine wirklich schön. Ach so. Ja, wie gesagt, wenn du den da hinten kaufst, dann kannst du dir alle deine Träume. Ich glaube, das ist für körperliche Arbeit genug. Ja, aber nee, also ich muss sagen, für den Preis ist das echt kein Invest. Du findest keinen günstigeren. 36 Diamanten, das ist ja wohl ein absolutes Schnapperangebot, Junge. Du kannst den auch auf Raten kaufen. Jetzt geht's los, Adi. 0% Finanzierung, Dennis. 0% kann ich den auch leasen? Ah ja, aber dann nur mit einer Anzahlung von einem Stack. Also ein Drittel muss schon anzahlen. Ich muss ja auch eine gewisse Ein Idee Drittel haben. Anzahlen? Hast du den Arsch offen? Ja, entschuldige mal. Wer zahlt denn ein Drittel an? Ja, wenn du niedrige Leasingraten haben willst, dann kannst du. Ja, aber wenn die Leasingrate bei einem Stack? Boah, das müsste ich jetzt durchrechnen. Pro Folge 5 Dias. Mal Pi mal Daumen. Ich wollte gerade sagen, du machst pro Folge alle 10 Minuten, ich sag mal, ja, 2 Diamanten. Ja, kann ich den ja besser kaufen. Ja, du kannst ihn dir natürlich auch gerne kaufen, Dennis. Komm, wir haben mich keine Sekunde aus den Augen lässt, ey. Nee, aber guck mal, das ist, ja, ist dunkel, okay. Siehst du, guck mal, da hinten ist ein Zombie und der ist immer noch am Arbeiten. Jetzt pass mal auf, was der alles kann. Der geht jetzt nämlich hin, der verteidigt sich sogar. Wo ist der Bram hin? Der ist weg. Wo ist der? Wo ist Spaß? Ach, da ist er ja. Kleine Hure. Weiß nicht, wie der voll am Reden, dann verpisst er sich auf einmal. Da hast du gesehen, Dennis. Kämpfen kann er nämlich auch. Ich habe gedacht, du fragst jetzt, wo Sepp hin ist. Nee, Sepp ist am Arbeiten. Guck mal, Licht macht er sogar. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also drei, ich glaube, ich mache sogar noch ein Verlustgeschäft damit. Ja, ne, glaube ich nicht. Als wenn Sepp 5-6 Diamanten zusammenkriegt. Bram, was machst du denn da für eine Scheiße? Warte, ich mach gar nicht. Okay, ich geh jetzt wieder. Oh. Nein, du sollst nicht gehen, du sollst meinen Sklaven kaufen. Nein, ich gehe jetzt. Ne, Bram, die Richtung finde ich aber nicht gut. Warum? Hier ist die U-Bahn.
Weil du. Ja, du ziehst aber ganz schön Kram hinter dir her. Uiuiuiuiuiui. Oh, welch Wunder, ja. Dennis ist die ganze Zeit bei mir gewesen und jetzt ist nicht mehr bei mir getrollt worden. Du stehst doch wahrscheinlich auch das die ganze stimmt Zeit gar nicht. Hier, oder nicht? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich hab bei Sepp da oben auf dem Hügel gestanden, wäre unsichtbar gewesen, wer hätte sich, glaube ich, recht gut ranschleichen können. Ja, das stimmt. Jetzt mir das mal voll. Und ich war, der ist doch getrollt worden, während ich daneben stand. Ja. An deinem Feld. Ja, eben. Sagt er. Wollte ich gerade sagen, was warst du nicht du selber? Ja, mit okay. Alibi von Sepp, weil ich neben dem stand. Ja, mein Sklave ist jetzt nicht wirklich für seine Augen. Das ist der Dennis, ich gebe dir ein super Alibi, du musst mich nur kaufen. Echt mal. Ich dachte schon, jetzt schreibt mir wieder irgendwie eine Scheiße. Da hat Bumm gemacht. Au. Spinne. Oh, also habe ich glaube ich mal ein bisschen Lichtwehr angebracht war hier. Ja, mach mal überall ein bisschen Fackeln hin. Ja, ich mach mal überall ein bisschen Fackeln hier. Aber am besten nur auf die Ebene. Du könntest die aber doch auch die Creeper hier. Pass mal, aber ich mache jetzt mal was. Komm mal her. Komm, Schätze. Oh ja, das ist eine gute Idee, Hadi. Ja, ich lock den jetzt mal hier oben hin und lasse ich den einfach hier explodieren. Braucht man das schon mal nicht mehr abzumachen. Ja, mach das mal. Komm. Aua! Jetzt habe ich natürlich auch noch drei Zombies hinter mir her hier. Nein, jetzt nur nicht hochgehen. Nein! Ah, okay. Ja, doch. Ja, oh, lol. Oh, war sogar die richtige Höhe. Ja, ist eine Bombe. Das machst du jetzt noch 20 Mal und dann sind wir fast fertig. Was machst du eigentlich Schönes, Peter? Immer noch Diamanten farmen. Und hast du ja, ich glaube, Glück Peter gehabt. Hat nämlich jetzt Blüte gerochen und der farmt jetzt gerade 3 Stacks Diamanten zusammen. Na, genau. Peter will der Erste sein, der zuschlägt. Ich hätte ganz gerne mal wieder eine Diamantrüstung. Nicht Sepp. Warum denn? Aber Peter, ich kann dich beschützen, ich schmeiß mich vor dich. Junge, der ist aus erster Hand, ist der Junge. Kommt der denn worden. Nackt oder hat der eine Ausrüstung? Lass mich raten. Der hat eine Ausrüstung. Du machst das gleiche wie ich, oder? Der kommt mit Vollausstattung, kommt der. Ich wundere. Was ist denn Vollausstattung? Ich hatte 10 Diamanten. Ja, was hat er denn gerade? Der hat eine komplette Eisenrüstung mit. Das ist vor allem ätzend für die Zuschauer mit? Gleich in der nächsten Aufnahme. Ich hab mir so schöne Sachen überlegt. Ja, hat die's abgegangen? Sie direkt loslegen. Lol. Echt ein bisschen scheiße. Hadi war ganz kurz weg. Ich hab immerhin Brustpanzer schon wieder. Ah, und eine Hose. Ich muss mal in Minecraft neu starten, weil ich bin gekickt worden. Warum auch immer? Oh, ich will keine Schneebälle, Mann! Hat der denn noch irgendwie noch Sachen, mit denen er noch mitkommt? Also noch weitere Boni? Zum Beispiel irgendwie eine Truhe voll Diamanten oder so? Nee. Das gibt es nicht. Der kommt im Prinzip voll einsatzfähig zu dir. So spannend. Jetzt ist mal immer die Frage, wie ist denn überhaupt der Gebrauchszustand und welches Baujahr ist der? Ziemlich abgenutzt. Ja, Baujahr, ich glaube, der ist ungefähr 200 Folgen alt. Nee, nicht ganz, oder? Ja, nicht ganz. Oh, Enderman. Ich habe ihn angesehen. Warte mal, Sepp, ich hab hier nämlich einen Freund mitgebracht, den lasse ich jetzt mal. Ja, ist doch geil. Jawohl. Lol, der hat aber nicht viel weggemacht. Guck mal, der arbeitet sogar bei Regen. Regnet es gerade, ich weiß es nicht, bin drin. Ja, wie gesagt, Peter, und wenn er keine Ausrüstung hat, versorgt er sich damit selber. Ich hab gar nicht die Diamanten, um dir zu kaufen. Ja, du bist am Farm, Peter. Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, du bist am Farm. Ich glaube, Johnny hätte die Diamanten, um dir zu kaufen. Ich glaube nicht. Hä? Das wäre schön. Johnny möchte auch seinen eigenen Haussklaven haben. Wo ist der Enderman hin? Jeder will seinen eigenen Haussklaven haben. Ja, das kann ich nachvollziehen. What the fuck? du hast ihn, da oben ist schon wieder ein Freund. Ja, bumm. Ja, komm. Jawohl. Hadi wird Sprengmeister. Dabei ist mein Helm jetzt aber drauf. Wie sieht denn das aus? So muss, cool. Muss ich heute noch aufnehmen oder ist da gleich Schicht im Schacht? Nur mal so aus Interesse nee. Nochmal gefragt. Heute nicht mehr. Ist jetzt das Nähe gewesen? Okay. Nee, heute nicht mehr. Nee. Gut. Wie lang geht die Aufnahmesession noch? 21 Minuten. 20 Minuten? Ja. Echt? Echt. For long. Hadi, wenn du mir hilfst, dann wären wir noch fertig diese Folge. Ja, ich muss mich mal eben um was kümmern. Und was denn?
Ja, ich rechne mal gerade Leasingraten aus.